Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video lasse ich im Rahmen der modernen Kriege-Spielserie laufen, mache ich aber ohne Geralt. Wir hatten ja anfänglich in dieser Serie bereits gesprochen über dieses Buch, das mir damals die Miss Marple zugeschickt hat. Renate heißt sie mit richtigen Namen, ich glaube, das darf ich soweit sagen. The Vatican Against Europe von Edmond Paris. Und nachdem wir darüber gesprochen hatten, hat diese fantastische Schwester in Christus natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als sich hinzusetzen und sofort das erste Kapitel zu übersetzen, wo wir ja Auszüge im Englischen so spontan übersetzt haben. Und danach hat sie sich dann sogar weiter hingesetzt und ist jetzt dabei, das ganze Buch zu übersetzen. Sie ist ungefähr auf Seite 190 im Moment. Also macht sehr große Fortschritte. Ich hoffe, dass ich die Gelegenheit auch habe, das ganze Buch lesen zu können. Aber ich dachte mir heute Abend, am Sabbatabend, ja fast, ne, die Sonne ist immer noch ein bisschen am Schein, um 9:30 Uhr auf dem Freitagabend, dachte ich, ich mache noch mal eine Aufnahme und werde dann mal das erste Kapitel soweit lesen, wo wir ja auch schon ein wenig reingeguckt hatten im Rahmen der Lesung der modernen Kriege. Oder gehören Kreuzzüge etwa der Vergangenheit an? Nein, das gehören sie ganz sicher nicht. Und die Miss Marple hat angefangen, hier ein Papier beizutun aus einer Rezension des Buches eines Online-Buchhändlers. Der Text ist aber größtenteils aus der Wikipedia genommen. Dieses Papier wird euch auch natürlich auf die eine oder andere Art und Weise auf meinem Archive zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich wird das an das Buch angehängt, das werde ich mit der Renate mal besprechen. Aber wir fangen mal eben an, das zu lesen. In der Zwischenzeit seht ihr hier auf der rechten Seite das einzige, was ich gefunden habe, Bild von dem Schriftsteller Edmond Paris. Es steht hier, Edmond Paris wurde in Paris in einer römisch-katholischen Gelehrtenfamilie geboren und interessierte sich schon immer besonders für philosophische, religiöse und soziale Fragen. Nach seinem Studium an der Sorbonne, von der wir ja wissen, dass sie lange schon von Jesuiten übernommen wurde, wo er ein eifriger Student war, absolvierte er seine Studien in verschiedenen Teilen der Welt. Da er immer in engem Kontakt mit der Wirklichkeit bleiben wollte, reiste er viel und konnte so das Gelernte mit dem Gesehenen vergleichen. Dies ist ebenso wie seine große Kultur in seinen schriftlichen Werken, zu denen auch Le Vatican contre la France gehört, also der Vatikan gegen Frankreich gehört. So wie in seinen Vorträgen deutlich zu erkennen, die einen Mann widerspiegeln, der bemerkenswert unvoreingenommen ist und von einer wahren Leidenschaft für die Wahrheit geleitet wird. Na, wenn er von einer wahren Leidenschaft für die Wahrheit geleitet worden wäre, dann hätte er die einzige Wahrheit auf dieser Welt, die es gibt, Jesus Christus, akzeptiert und hätte seine Bücher auf eine ganz andere Art und Weise geschrieben, aber vielleicht wären sie dann auch nie erschienen. Aber jedenfalls habe ich Probleme damit, mit einem solchen Satz von jemandem, der kein Christ ist, sondern aus einer römisch-katholischen Familie kommt und seine Bücher auch noch unter säkulärer Sichtweise schreibt. Da kommen wir gleich noch drauf hin. Wenn es stimmt, dass im Hinblick auf die internationale Politik, und ich ergänze hier, nein, nicht nur internationale, auch nationale, auf alle Politik, alle Wege nach Rom führen, dann ist dies in der Tat ein Werk, das von allen gelesen werden sollte. Dem kann ich nur zustimmen. Gelesen haben sollte man das Werk, genauso wie man von ihm die verborgene Geschichte der Jesuiten gelesen haben sollte. Das gibt es bei mir auf dem Archive und da habe ich eine Lesung drüber gemacht. Ich habe es in Deutsch gelesen und ich habe es in Englisch auf meinem Kanal gelesen. Die Videospiellisten könnt ihr dort finden und euch anschauen. Deutsche Übersetzung des Buches The Vatican Against Europe oder auf dem französischen Original Le Vatican contre Europe, der Vatikan gegen Europa. Von 1961, das ist die Übersetzung. Das Buch ist, glaube ich, original erschienen 1958 oder 59. Und ist halt von Edmond Paris. Über das Inhaltsverzeichnis gehen wir ziemlich schnell hinüber, weil wir beschäftigen uns in dieser Lesung mit dem Vorwort und mit dem Beweis, der geführt wird. Also das Vorwort ist ja die Politik des Heiligen Stuhls, eine Anklageschrift. Also wir versuchen uns hier als Staatsanwalt und dann werden wir auch als Staatsanwalt die Beweise vorlegen. Das Urteil könnt ihr selber fällen und ja, wir dürfen urteilen, wenn wir das auf Basis der Bibel machen. In der Bibel steht sogar geschrieben, dass wir sogar die Engel beurteilen sollen oder verurteilen sollen. Also machen wir das auch mit normalen Menschen. Die Frage ist immer, auf Basis von welchen Gesetzen tue ich das? Ich tue es auf der Basis des Gesetzes Gottes, der Bibel.
Wir werden hier also eine Anklageschrift vorlesen, wir werden die Beweisführung dafür starten und dann könnt ihr ja euer eigenes Urteil fällen oder der Autor wird sein Urteil fällen. Auf jeden Fall kann ich euch garantieren, wird Gott sein Urteil über die Hure Babylons, die hier in diesem Buch Vatikan ja und römisch-katholische Kirche gut beschrieben steht, fällen. Na? Wenn wir es nicht machen, macht der Gott, der alles geschaffen hat, das. Unser Elohim, unser Jehova. Nun, im Teil 1, also gehen wir dann in den Ersten Weltkrieg, Kapitel 1, 2 und 3. In Teil 2 gehen wir in Vorbereitung für die Rache, Kapitel 1, 2, 3, 4 und 5, Teil 3, Teil 4. Und zum Schluss gibt es auch noch hier einen Appendix. Und das werden wir alles sehen, wenn wir uns das ganze Buch anschauen. Wir wollen uns jetzt heute damit beschäftigen, mit dem Vorwort hier. Das werden wir jetzt lesen und ich werde hier und da wahrscheinlich auch, so wie ihr das von mir gewohnt seid, ein wenig Kommentare dazu geben. Ich mache das eben auf 150%, das liest sich noch ein bisschen leichter. Und da sagt der Autor hier, und das ist gleich natürlich, gibt gleich Grund zur Diskussion, in meinem letzten Buch, und das war Le Vatican contre France, ne, der Vatikan gegen Frankreich, ist im Fischbacher Verlag 1957 erschienen, habe ich ehrlich gesagt noch nie in Deutsch gesehen, wenn jemand das mal besorgen möchte oder vielleicht dann auch es als PDF zur Verfügung stellen möchte, wäre das sicherlich interessant. In meinem letzten Buch, sagt Edmond Paris, habe ich deutlich gemacht, dass ich mir keine Einmischung in den religiösen Bereich erlauben werde. Der Vatikan, sagte ich, ist aufgrund seiner doppelten Natur, weltlich und geistlich zugleich, besonders anfällig für Zweideutigkeiten. Ich möchte daher betonen, dass ich nur die politische Seite betrachtet habe. Da sprechen wir also in seinem letzten Buch von. Und hier sagt der Autor jetzt, in der vorliegenden Arbeit, also der Vatikan gegen Europa, wurde derselbe Grundsatz befolgt. Ich habe mich darauf beschränkt, die historische Kontinuität der rückwärtsgewandten und bösartigen Politik des Vatikans sowie dessen überwältigende Verantwortung für die Katastrophen, die in den letzten 50 Jahren in Europa aufeinander folgten, aufzuzeigen. Und hier ist es natürlich, möchte ich mal so sagen, Edmond Paris meets Jörg Lissmann. Ja? Das ist eben der Unterschied und das ist auch der Punkt, weshalb ich solche Buchlesungen ziemlich wichtig finde. Buchlesung in der Hinsicht mit Erklärungen dabei und mit meinen Kommentaren dabei. Nun weiß ich, es gibt sicherlich einige Zuschauer, die sagen, ach Jörg, aber mit seinen Kommentaren und seinen Erklärungen und allem drum und dran, liest doch einfach das Buch, die Information ist für uns wichtig. Ja, dann kann ich sagen, weißt du was, besorg dir das Buch selber und lies es selber. Kannst du kein Deutsch, kannst du kein Englisch, gibt es nicht in Deutsch, hast du Pech. Gibt es das in Deutsch, lese ich das, folgt meiner Lesung. Wird es danach auf Internet, im Internet auf Archive oder sonst irgendwo veröffentlicht, gut für dich. Aber jeder muss seine eigene Nachforschung anstellen. Und wenn ich Bücher lese, dann kann ich ein solches Buch einfach nicht lesen, ohne da die passenden Kommentare zuzugeben. Und wenn der Autor vorher schon sagt, er beschaut nur die säkulare Sicht, das ist genau wie Avro Manhattan. Der hat Vietnam, warum sind wir gegangen, geschrieben. Der hat die vatikanischen Milliarden geschrieben. Der hat die vatikanische Washington und Moskau Allianz geschrieben und viele andere Bücher und natürlich auch das eine Buch, das der Marius schon seit einiger Zeit im Deutschen liest, er hat gerade das 6. Kapitel durchgelesen, das ist der Vatikan, das 20. Jahrhundert von Avro Manhattan, das ist auch in Deutsch vorliegt, das liest Marius in Deutsch und die Videos von seiner Lesung, die beinahe komplett kommentarlos ist, werde ich auch auf meinem rein deutschen Kanal veröffentlichen, sobald er genügend Kapitel gelesen hat, dass es sich dann lohnt, das zu veröffentlichen. Avro Manhattan also hat in seinen Büchern nur die weltliche Sicht berücksichtigt und wir dürfen nicht vergessen, Avro Manhattan war nicht nur ein erzkatholischer Mensch, er war auch ein Malteserritter. Edmond Paris, von dem wissen wir, dass er aus einer katholischen Familie stammt, wir wissen nicht, ob er auch ein Malteserritter war, wir wissen nicht, ob er auch Freimaurer war. Ich weiß es nicht und ehrlich gesagt, das interessiert mich auch nicht, weil die Information, die er gibt, ist fundiert, sie ist fundiert und sie wird bewiesen mit Quellen. Ne? Seine Bücher sind voll mit Quellenangaben. Wenn ihr euch an die verborgene Geschichte der Jesuiten erinnert, da gab es sehr, sehr lange Quellenangaben dazu. Und das ist bei diesem Buch und bei anderen Büchern von ihm nicht anders. Und er ist nun mal jemand, der die Zeit damals sehr gut beobachtet hat, wie eben gerade in der Rezension auch schon drin stand. Nur, die Wahrheit
muss immer im Licht der Bibel gesehen werden. Weil, naja, nee, die Wahrheit nicht, die Bibel ist die Wahrheit. Was ich sagen will ist, wenn man solche Bücher sieht und man möchte den Leuten die Wahrheit, die ganze Wahrheit erzählen, auch die Dinge erzählen, die der Autor vielleicht weglässt, dann geht das nur, wenn ich solche Dinge an der Bibel messe. Weil die Bibel ist die Wahrheit. Das ist das Wort Gottes. Ja? Und es ist unglaublich wichtig, eben auch die geistige Sicht damit einzubeschließen. Es hilft niemandem, wenn er ein Buch liest über den Vatikan und dann liest, wie schlecht der Vatikan ist, um das jetzt mal ganz kurz, ganz deutlich zu sagen, aber das dann nicht in Einklang damit bringen kann, dass die Bibel bereits sagt, der Vatikan ist das Tier und die römisch-katholische Kirche ist die Frau, die das Tier reitet. Der Vatikan und die Kirche sind Babylon, modernes Babylon. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann machen solche Bücher so viel weniger Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Man muss den Punkt sehen, dass der Teufel hinter diesen ganzen Sachen steckt. Und dass der Teufel die Freiheit kriegt, diese Dinge zu tun, weil die Menschen sich doch von Gott abgewendet haben. Siehe, Garten von Eden. Die Schlange spricht zu Eva. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht von jedem Baum im Garten essen? Der Teufel zieht Gottes Wort in Frage, stellt Gottes Wort in Frage. Und der Mensch folgt dieser Infragestellung. Und weil der Mensch gefolgt ist, sind wir gefallen. Und weil wir gefallen sind, haben wir uns von Gott abgewendet. Und Gott sagt, ja, wenn du mir dienen willst, dann bitteschön, dien dem anderen. Und der andere ist eben der Satan. Und die Verfleischlichung des Satan auf dieser Erde ist der Papst, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Der Papst ist der Antichrist. Das hat sogar damals Martin Luther schon erkannt. Und deswegen habe ich auch das Bild von Martin Luther hier vorbereitet, wo er genau das sagt. Ich glaube, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Endchrist, also der Antichrist ist. Ja? Der Papst trägt hinter seiner fleischlichen Maske den Geist des Teufels. Und der Teufel ist ein Geist, genau wie Gott ein Geist ist. Und man kann diese Sichtweise einfach nicht da rauslassen. Wenn man das rauslässt, dann hat man nicht den vollständigen Blick. Und deswegen ist es unerlässlich für mich, um die geistige Sicht eben auch hiermit einzubeziehen. Und wir dürfen nicht vergessen, der Vatikan hat ja, und das behauptet Edmond Paris selber hier, hat ja die weltliche und geistliche Macht, ja? Sagt er ja hier. Der Vatikan ist aufgrund seiner doppelten Natur weltlich und geistlich zugleich besonders anfällig für Zweideutigkeiten. Ich möchte daher betonen, dass ich nur die politische Seite betrachtet habe. Ja, wenn ich aber weiß, dass der Vatikan weltlich und geistlich ist und ich betrachte nur die weltliche Seite, dann geht mir doch ein ganzer Teil ab. Und genau das, was abgeht, das möchte ich mit meinen Kommentaren vermeiden. Und deswegen werde ich sie gebrauchen. Meine Kommentare in dieser Lesung und in allen anderen Lesungen. Und wem das nicht gefällt, der kann gerne woanders hingehen, wo er vielleicht das vorgelesen bekommt, was er gerne hören möchte. Bei mir kriegt er die Wahrheit und die ist eben oftmals nicht so bequem. Und mit allem Respekt vor Edmond Paris, mit allem Respekt vor Avro Manhattan, mit allem Respekt vor jedem Schreiber, der sich hinsetzt und solche Werke macht. Wirklich, ich habe da Respekt vor, ich könnte das ja nicht. Aber Martin Luther hat auch gesagt, du bist nicht nur verantwortlich für das, was du sagst, sondern auch für das, was du nicht sagst. Und deswegen sage ich prinzipiell alles. Ich sage die ganze Wahrheit. Und da gehört eben auch der geistliche Umstand mit zu. Und wenn man nicht weiß, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, dann macht so eine Lesung auch viel weniger Sinn. Und deswegen macht diese Lesung hier viel mehr Sinn. So, und nach einer Viertelstunde Einleitung in die ersten zwei Kapitel, in die ersten zwei Paragraphen, Entschuldigung, die ersten zwei Absätze, werden wir jetzt fortfahren. Auf den folgenden Seiten, sagt Edmond Paris, werden der Betrug und die Verbrechen aufgedeckt, an denen der Heilige Stuhl, seine Vertreter in der ganzen Welt und seine nationalsozialistischen und faschistischen Verbündeten beteiligt waren und ihre beispiellose Heuchelei nicht zu verbergen vermochte. Das Buch beginnt mit einer Anklageschrift gegen den Vatikan. Die Anklagen werden in den folgenden Kapiteln einzeln aufgegriffen, wo sie mit umfangreichen und unbestreitbaren Beweisen, auch mit Quellen,
für eine fortgesetzte Kollaboration mit den Folterern der Menschheit, die die letzte Weltkatastrophe ausgelöst haben, einhergehen. Aber diese Absprachen stehen durchaus in der Tradition des Heiligen Stuhls. Sie reicht über viele Jahrhunderte zurück. Seit den Tagen Karls des Großen hat das Papsttum nicht aufgehört, sich unter allen Umständen auf die Deutschen zu stützen, um seine Autorität durchzusetzen und sie auf ganz Europa auszudehnen. Die Reformation hat zweifellos das jahrhundertelang gültige Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und Mitteleuropa gestört und einen Teil der deutschen Völker dem Gehorsam gegenüber dem Vatikan entzogen. Nur Österreich-Ungarn blieb völlig unterwürfig. Aber Schritt für Schritt und mit unendlicher Geduld gewann die römische Kurie allmählich und ohne Unterbrechung den verlorenen Einfluss zurück und stellte gleichzeitig die gesamte geistige Vormachtstellung, die der Heilige Stuhl bei den Katholiken im Reich und im übrigen Europa genoss, in den Dienst der pangermanischen Gelüste. So sollte Großdeutschland, wie das Habsburger Reich, als weltlicher Arm dienen, um den Einfluss des orthodoxen Russlands auf dem Balkan zu vernichten und die Autorität des Heiligen Stuhls im weltlichen Frankreich wiederherzustellen. Das Spiel ging 1918 verloren, wurde aber 1939 wieder aufgenommen, wobei der Vatikan genau die gleiche Karte spielte, die er auch heute noch spielt. So sollte Großdeutschland wie das Habsburger Reich als weltlicher Arm dienen, um den Einfluss des orthodoxen Russlands auf den Balkan zu vernichten und die Autorität des Heiligen Stuhls im weltlichen Frankreich wiederherzustellen. Diesen Satz muss man jetzt nochmal eben auch im Lichte von 2022 verstehen, muss man im Lichte des im Augenblick stattfindenden Ukraine-Kriegs sehen, zumindest des stattfindenden Ukraine-Kriegs, so wie uns der in den Medien doch präsentiert wird, dass er anscheinend stattfindet. Ich war nicht da, ich kann es nicht kontrollieren. Aber der Punkt ist, dass wir Großdeutschland wie das Habsburger Reich als weltlicher Arm dienen. Ja, wir haben dazu die Aussage von dem deutschen Kaiser von 1900 und jetzt muss ich mal eben konzentrieren, 1903 war es, glaube ich, als er Antichristpapst Leo den 13. besucht hat im Vatikan und der Papst zu ihm sagte, dass der Papst möchte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Ja, das hatten wir erstmals gelesen in Hinter den Diktatoren. Ich hatte dann die, das Originalzitat auch rausgesucht, weil ich mir die Memoiren des Kaisers geholt hatte, wo ich sie schwarz auf weiß nachgelesen hatte. Und wir wissen, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs genau dieser weltliche Arm übergegangen ist auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wie weit die den noch haben werden oder wann dieser weltliche Arm von dort übergeht auf, ich weiß nicht, vielleicht China, das ist dann wieder eine andere Sache. Das ist dann teilweise auch Spekulation. Aber der weltliche Arm, den Deutschland haben soll, dafür muss es natürlich groß gemacht werden. Und Deutschland wurde groß gemacht. Man hat da sogar die Protestanten für gebraucht, weil Deutschland ist richtig groß und mächtig geworden im Zweiten Reich. Das war das Reich von Bismarck. Das war protestantisch, hat sogar die Jesuiten eine Zeit lang rausgeschmissen. Da war der Kulturkampf damit bei, den Deutschland schlussendlich verloren hat. Aber wie gesagt, Deutschland wurde der weltliche Arm und hat dem Vatikan gedient. Genauso wie, war das jetzt die letzte Folge hier auch von den modernen Kriegen, wollen wir eben gucken, das hieß doch auch so, die deutsche Demokratie ist eine besondere Form der Diktatur. Nee, was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt, was ich jetzt gerade sagen wollte? Naja, die letzte Sendung, die ihr noch nicht, die ihr kennt, wenn das hier gesehen ist, das kommt jetzt erst am 9.7. raus. Heute ist der 8. Also heute ist Freitag, es kommt morgen raus. Das passt doch genau aufs rechte Auge. Ja, es kommt da wieder raus. Also ich will mich jetzt hier auch nicht verlieren in irgendwelchen Dingen, aber wir wissen, dass, das habe ich schon in vielen Videos besprochen, dass diese Macht, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche war im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann übergegangen ist auf Amerika. Und Amerika ist das jetzt seit Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich gegangen. Das Spiel wurde 1918 verloren, wurde 1939 wieder aufgenommen, wobei der Vatikan genau die gleiche Karte spielte, die er auch heute noch spielt. Damals hat er genau die gleiche Karte Deutschland gespielt, heute spielt er die amerikanische Karte.
Guy Emery Shipland, das ist ein Zitat, das hatte ich ja schon ein paar Mal in dieser Lesung Moderne Kriege vorgelesen, fasste die Bedeutung dieser politischen Aktivität des Vatikans klar zusammen, als er schrieb, Zitat, kein politisches Ereignis oder kein politischer Umstand kann ohne des Wissens um die Rolle des Vatikans darin bewertet werden. Und es gibt keine bedeutende weltpolitische Situation, in der der Vatikan nicht eine wichtige, explizite oder implizite Rolle spielt. Also mit anderen Worten, der Vatikan spielt immer eine wichtige Rolle. Ich habe mich hier, sagt Edmond Paris, wie auch in dem früheren Buch bemüht, die Leser mit den eigentlichen Texten, auf denen meine Überzeugung beruht, damit er sich ein Urteil über ihre Bedeutung und Tragweite bilden kann. Ja, gut. Also ich habe die Lesung auch nicht, also die Übersetzung von der Renate jetzt auch nicht 100% kontrolliert. Dieser Satz hier macht so natürlich nicht echt Sinn. Ich habe mich hier, wie auch in einem früheren Buch, bemüht, die Leser mit den eigentlichen Texten bekannt zu machen, auf denen meine Überzeugung beruht, damit der Leser sich ein Urteil über ihre Bedeutung und Tragweite bilden kann. Ebenso habe ich bei der Auswahl dieser Zitate auf Bücher und Zeitungen zurückgegriffen, die dem Heiligen Stuhl nicht feindlich gesinnt sind und deren Zeugnis daher umso überzeugender ist. Das ist natürlich richtig. Wenn ich die vatikanischen Papiere, wie zum Beispiel Osservatore Romano oder auch America, das ist dieses amerikanische Jesuitenmagazin, oder dergleichen bemühen kann an Zitaten, dann hat es natürlich umso mehr Wert. Hier in diesem Buch wird oftmals auf Zenit zurückgegriffen, eine römisch-katholische Nachrichtenorganisation, die es jetzt nicht mehr gibt. Eine Publikation ist das, glaube ich, da kommen wir gleich noch drüber. Ja? Aber es hat natürlich Wert, ne? Das stimmt, ne? Wenn man wenn man das von dem Feind selber hört, wie er es sagt, ist das, sage ich mal, kräftiger, als ob das einer sagt, der was gegen jetzt in diesem Fall den Vatikan hat. Also die Politik des Heiligen Stuhls, eine Anklageschrift hier. Und hier geht es jetzt um die verschiedenen Punkte, die angenommen werden. Zum Beispiel haben wir hier, der fromme Adenauer hat Hitler abgelöst, da hatten wir schon mal von gesprochen. Die ganzen Punkte lese ich jetzt nicht durch. Wir beginnen mit ein paar Zitaten. Emery Reeves, Anatomie des Friedens, sagt, meine Mutter, die unter grausamen Umständen unnötig ermordet wurde, wie unzählige andere unschuldige Opfer des Krieges, deren Martyrium nur dann einen Sinn hat, wenn wir, die Überlebenden, lernen können, die Tragödie künftiger Kriege zu verhindern. Also mit anderen Worten, wir müssen die Vergangenheit kennen, um in Zukunft die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Wenn wir aber die wahre Vergangenheit nicht kennen, dann werden wir dieselben Fehler wieder und wieder machen. Und die Worte von Emery Reeves sind leider vergebens. Weil die Menschheit immer und immer wieder dieselben Fehler macht. Kardinal Frings, den wir ja mit Gerald in Moderne Kriege deutlich genug besprochen haben, zur Zeit, als er Erzbischof von Köln war, trifft die Aussage, den Krieg zu fürchten, ist nur ein falscher Humanismus. Und Kardinal Baudrillard sagt am 30. Juli 1941, Hitlers Krieg ist ein edles Unterfangen zur Verteidigung der europäischen Kultur. So viel zu den sogenannten Werten, die uns vom Bundeskanzler und der Bundeskanzlerin, der ehemaligen, ja immer so wichtig verkauft wurden. Der Zeitraum von etwa 30 Jahren, den dieses Buch abdeckt, zeigt deutlich die historische Kontinuität der antiliberalen Politik des Vatikans und folglich den dauerhaften Charakter des Abkommens des Heiligen Stuhls mit der germanischen Welt. Dieses Abkommen, das man als fatal bezeichnen kann, wird in den folgenden Zeilen von René Boisleve von der Académie Française, einem Katholiken, aber Patrioten während des Ersten Weltkriegs, treffend beschrieben. Nein! Die Kirche sucht nicht die Tugend, sondern sich selbst, ihr Ziel und ihre Rekrutierung. Ihr wahres Anliegen ist die ständige Vergrößerung ihrer Reihen, die Stärkung ihrer Macht. Wundert es Sie dann, dass sie Deutschland trotz seiner Verbrechen bevorzugt? Die Kirche und Deutschland? Aber sie sind Schwestern! Beide lieben sich um ihrer selbst willen und sind von ihren eigenen Kräften hypnotisiert. Beide, die Kirche und Deutschland, kennen perfekte Organisation, Disziplin, Hierarchie
und Missachtung der Freiheit. Die Kirche und Deutschland wissen ihre Methoden zu rechtfertigen. Beide üben sich in Verstellung und Heuchelei aus. Kurz, beide sind dem christlichen Geist entgegengesetzt. Und hier ist der christliche Geist wahrer christlicher Geist. Ja? Das heißt mit anderen Worten nicht, wie so oftmals, dass ich hier Christentum und Katholizismus auseinanderhalten muss. Hier ist wirklich gemeint der christliche Geist. Weil die Attribute, mit denen hier die römisch-katholische Kirche und Deutschland beschrieben wurden, ja, in Heuchelei und so weiter, Missachtung der Freiheit und so weiter, das sind eben Dinge, die gegen das wahre Christentum eingehen. Spätere Ereignisse haben dieses sehr klare Urteil auf tragische Weise bestätigt. Seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs haben vier Päpste den Thron des heiligen Petrus bestiegen und ihre Haltung gegenüber den beiden rivalisierenden Lagern in Europa war stets die gleiche. Die westlichen Demokratien und die mitteleuropäischen Reiche. Aber, wie wir sehen werden, ist es keine große Parteilichkeit, die man dem Heiligen Stuhl vorwirft, sondern in erster Linie seine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung beider Konflikte, seine unermüdliche Unterstützung des Aggressors. Die Lobpreiser von Antichrist Papst Pius XII, Eugenio Pacelli, mögen sich das Gesicht verziehen, wenn ein italienischer Abgeordneter ausruft, die Hände des Papstes triefen vor Blut. Doch wenn man sich die Tatsachen in Erinnerung ruft, wird man eine schreckliche Anklage gegen den Vatikan erheben. Die Bibel sagt es noch viel mehr. Die Bibel sagt, dass die römisch-katholische Kirche von dem Blut der Märtyrer trinkt und dass die Völker dieser Welt von dem Blut der Unzucht, die sie betreibt, trunken geworden sind. Und die römisch-katholische Kirche wartet mit ihren Füßen tief im Blut der Märtyrer und der Heiligen der Bibel. Also nicht nur die Hände des Papstes triefen vor Blut, sondern seine Füße auch in der Hinsicht. In Deutschland unterstützte die katholische Zentrumspartei vor 1914 die Kriegsvorbereitungen der Reichsregierung von ganzem Herzen. Seine Chefs verkündeten bereits die große politische und moralische Mission Deutschlands in der Welt. 1914 erklärte Kardinal Faulhaber, dass Gott in Wirklichkeit deutsch sei. Papst Pius X. stachelte in seinem Hass auf die orthodoxen Christen Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn ständig dazu an, die Serben zu züchtigen, die, nicht zu vergessen, orthodoxe Katholiken sind. Ja? Nach Sarajevo am 26. Juli 1914, also der Anschlag auf den Thronerben dort, schrieb Baron Ritter, der bayerische Vertreter beim Heiligen Stuhl, an seine Regierung, Zitat, der Papst billigt die harte Behandlung Serbiens durch Österreich. Von den Armeen Russlands und Frankreichs hat er im Fall eines Krieges gegen Deutschland keine große Meinung. Der Kardinalstaatssekretär sieht nicht, wann Österreich Krieg führen könnte, wenn es sich nicht jetzt dazu entschließt. Also jetzt oder nie. Now or never. Dort ist der Stellvertreter Christi, der sogenannte Stellvertreter Christi, der sanfte Friedensapostel, der heilige Papst des Friedens, der heilige Pontifex, den fromme Autoren als sterbend vor Kummer beim Anblick des Kriegsausbruchs darstellen. Auf Papst Pius X. folgte Benedikt XV., der Bosch, das ist ein abwertendes Wort für Deutsche, weil Benedikt XV. War Deutscher. Seine Versuche, zunächst Italien und dann die Vereinigten Staaten am Kriegseintritt an der Seite der Alliierten zu hindern, seine Intrigen, die darauf abzielen, die Alliierten zu spalten, seine Note für den Patt-Frieden, also Patt, das heißt dann Gleichstand, ne, 1917 mit Hilfe von Monsignore Pacelli, päpstlicher Nuntius in München zu der Zeit, schockieren sogar die französischen Katholiken, deren Patriotismus noch lebendig ist. Natürlich achtete der Bosch-Papst darauf, die Rechtsverletzungen, die Torpedierung der neutralen Schiffe und die Exzesse der deutschen Armee nicht zu verurteilen. Also, ob Benedikt XV. Jetzt wirklich Deutscher war von der Nationalität, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er sehr deutsch gesinnt und deswegen eben der deutsche Papst, der Bosch-Papst.
Im Jahr 1922 legte dann der folgende Antichrist, Papst Pius XI., die Tiara an. Das Papsttum hatte den ersten Krieg verloren und war im Begriff, sich auf den zweiten vorzubereiten. Ja, und hier muss ich jetzt mal kurz einschreiten. Wenn ein Autor wie Edmond Paris hier schreibt, dass das Papsttum einen Krieg verloren hat, dann kann das nur heißen, dass der Autor eben das Papsttum nicht richtig versteht. Das Papsttum hat keinen Krieg verloren. Das Papsttum spielt zwei verschiedene Parteien gegeneinander aus. Das Papsttum kontrolliert die rechte Seite und die linke Seite. In einem Krieg werden die rechte und die linke Seite gegeneinander gestoßen und welche von beiden jetzt verliert, ist dem Papst völlig egal, weil es sind ja beides seine Hände. Oder die Hände der Jesuiten, die Hände der römisch-katholischen Kirche. Die Großvateruhr, die Gerald immer so schön anholt, ja, wo ich damals ein Video von Tom Fressia gemacht habe, Grandfather's Clock. Der Pendel oder das Pendel der Uhr, das von rechts nach links schlägt, sorgt dafür, dass die Agenda, der Zeiger auf der Uhr, immer weitergeführt wird. Wenn die Pendel stillstehen, steht die Agenda still. Die Pendel stehen aber nur still in Friedenszeiten. Also ist Krieg dasjenige, was die Kirche beflügelt und was ihre Agenda weiter vorantreibt. Deswegen kontrolliert die Kirche beide Seiten. Sie kontrolliert die nationalsozialistische Seite in Deutschland im Zweiten Weltkrieg und die nationalsozialistische Seite in Italien und Spanien und Kroatien. Aber sie kontrolliert genauso die kommunistische Seite der Russen und die republikanische oder demokratische Seite der Amerikaner oder die monarchische Seite der Engländer, um jetzt mal eben alles einzubringen. Das heißt, dem Vatikan ist es völlig furzegal, welche Regierung in welchem Land an der Macht ist, solange die Regierung an der Macht dafür sorgt, dass die Agenda der römisch-katholischen Kirche, dass die Agenda des Vatikan fortgetrieben wird. Ist denen vollkommen wurscht. Linker Diktator, rechter Diktator, König, Republik, Demokratie, vollkommen egal. Die römisch-katholische Kirche hat noch niemals einen Krieg verloren, weil sie führt nicht selber Krieg, sie führt die Kriegführenden. Und wenn ich jeden kontrolliere, dann ist es doch egal, wenn ich mit mir selber Risiko spiele, ist es doch egal, welche Seite gewinnt, ich gewinne doch immer, oder nicht? Risiko, das kennt ihr doch, ne? Wenn man so mit Würfeln da seine Armeen hat und dann da andere Länder erobern muss. War ich nie besonders gut drin. Ich bin kein guter Kriegstaktiker. Ich bin nun mal ein Christ, kein Kriegsführer. Aber der Punkt ist doch, wenn ich mit mir selber Risk spiele, dann kann ich doch nur gewinnen. So muss man sich das mit der römisch-katholischen Kirche auch vorstellen. Die römisch-katholische Kirche spielt dieses Risikospiel bei uns. Oder wie Zbigniew Brzezinski es ausgedrückt hat, die Welt ist ein Schachbrett. Und es gibt nur einen Schachspieler. Und der spielt die weißen und die schwarzen Figuren. Und von daher ist es völlig wurscht, ob weiß oder schwarz gewinnt. Es gewinnt immer derselbe Spieler. Es gibt keinen Verlierer. Ja. Verlierer gibt es nur auf dem Schlachtfeld. Verlierer gibt es nur auf dem Schachbrett. Verlierer gibt es nur in dieser Welt. Aber nicht unter den wirklich Kriegsführenden. Habt ihr schon mal gesehen, dass Adolf Hitler im Panzer an vorderster Front in der Front losstürmt? Oder habt ihr schon mal einen amerikanischen Präsidenten an der Front in Vietnam gesehen? Oder sonst wo in irgendeinem Krieg? Oder einen englischen Präsidenten oder einen englischen König oder was auch immer. Die Leute, die sitzen immer hinten, wo es schön geschützt und warm und gut gefüttert ist und geben die Befehle raus, die andere Idioten ausführen. Die vor allen Dingen die Idioten ausführen, die nicht wissen, wie das Spiel gespielt wird. Aufgrund solcher Lesungen, wie ich sie hier mache, wisst ihr, wie das Spiel gespielt wird. Spielt es dann doch nicht mit, bitte. Der Vatikan hat noch nie einen Krieg verloren, Herr Paris. Das Papsttum hatte den ersten Krieg verloren und war im Begriff, sich auf den zweiten vorzubereiten. Nein, es hat keinen Krieg verloren. Es hat lediglich die Stimmung gesetzt für den nächsten Krieg.
Deswegen war ja auch zwischen den beiden Kriegen kein Frieden, was uns ja nur vorgegaukelt wird mit dem Vertrag von Versailles, sondern, wie Marschall Foch gesagt hatte, ich habe sogar ein Bild von dem, kann ich euch mal eben zeigen, das war der höchste Militär der Entente im Ersten Weltkrieg, dieser hier, und sein Bruder war ein hoher Jesuit. Und dieser Foch hat 1919 gesagt, was wir hier in Versailles unterzeichnen, ist kein Friedensvertrag, sondern ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Das sagt er 1919. Und 20 Jahre später geht der Krieg weiter. Nicht bricht ein neuer Krieg aus, sondern geht der Krieg weiter. Tja, wenn ich natürlich in diesem Tempo weitermache, schaffe ich die 25 Seiten nie. Das war doch mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich eben hier anholen wollte. Ja. Das Papsttum hat den Krieg nicht verloren, aber es gibt den Anschein vielleicht. Was geschah in Europa in den Jahren zwischen den beiden Massakern, also in der Zeit zwischen 1919 und 1939? In Italien fanden geheime Verhandlungen zwischen päpstlichen Agenten und Mussolini, dem Mann der Vorsehung, statt. Was uns Edmond Paris hier verschweigt, ist, dass wir etwas erfahren haben aus dem Buch von Herbert Lehmann, Hinter den Diktatoren, dass 1915 bereits geheime Verhandlungen in London waren, an denen ein sicherer Erzberger, der ein Jesuit war, teilgenommen hat. Ihr erinnert euch. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch die Lesung nochmal anschauen oder das Buch lesen. Der Priester Don Sturzo, der Chef der katholischen Gruppe in Italien, ließ sich am 16. November 1922 mit allen Rechten zum Duce wählen. Ja? Der Chef der katholischen Gruppe ließ sich mit allen Rechten zum Duce wählen? Nee, zum Duce gewählt wurde Mussolini. Aber der Priester Don Sturzo, Chef der katholischen Gruppe, hat dafür gesorgt, dass der Mussolini hier zum, der Mann der Vorsehung, zum Duce gewählt wurde. Es folgten die Lateranverträge 1929, die den Zusammenschluss von Faschismus und Papsttum besiegelten. Die Eroberung Äthiopiens in dem Abessinienkrieg in den 30er Jahren, vom Klerus abgesegnet, und am Karfreitag 1939 die Aggression gegen Albanien. In Deutschland setzten sich der päpstliche Nuntius in Berlin, Monsignore Eugenio Pacelli, und Franz von Papen, der Geheimkämmerer des Papstes, für eine Union mit Rom ein und konzentrierten sich auf den Sturz der Weimarer Republik. Die deutschen Katholiken standen dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüber, erfuhren aber, dass der Papst selbst Hitler wohlgesonnen war. Warum wohl? Folglich stimmte die katholische Zentrumspartei, die Achse aller parlamentarischen Mehrheiten, am 30. Januar 1933 für Hitler. Sie stimmte also katholisch, ohne zu wissen, dass Hitler katholisch war. Weil das war ja den Leuten so nicht bekannt. Auf diese Operation folgte, wie in Italien, der Abschluss eines für die römische Kirche äußerst vorteilhaften Konkordats. Da habe ich ja selbst ein Video drüber gemacht. Ja, googelt, geht auf meinen Kanal, gebt in die Suchfunktion in meinem Kanal Konkordat ein, kommt ihr auf das Video, der Pakt mit dem Teufel, das Konkordat von 1933. Der deutsche Episkopat schwört dem Führer die Treue und die katholischen Jugendorganisationen schließen sich mit denen der Nazis zusammen. Im Jahre 1935 stimmte das Saarland nach einer günstigen Wahlkampagne der Bischöfe von Trier und Speyer für den Wiederanschluss an das Reich. Der Hauptverfechter des Papsttums, der germanische weltliche Arm, gewann von nun an sichtbarer Stärke. In Spanien erschien hier und da die Jungfrau. Wir wissen zum Beispiel von Portugal Fatima 1917 und noch andere Erscheinungen. Und Christenfiguren vergossen rührliche Tränen. Dieses waren untrügliche Zeichen, dass die Republik und ihr gottloses Regime nicht länger Bestand haben würden. Eine Republik ist natürlich ein Dorn im Auge der römisch-katholischen Kirche. Dazu muss man den Syllabus der Fehler lesen von 1864 von Antichrist Papst Pius IX. Dann weiß man, wie der gegenüber einer Regierung von Menschen für Menschen steht. Am 31. März 1934 wurde der Pakt von Rom unterzeichnet, der Mussolini und Hitler die Unterstützung des Aufstandes zusicherte. Der Heilige Krieg, also ein Kreuzzug, brach aus. Mitten im Krieg erkannte der Vatikan 1937 de jure, also
laut Gesetz die Regierung Francos an, ihren Schwertträger, der später mit dem höchsten Orden Christi ausgezeichnet werden sollte. Gesegnet seien die Kanonen, wenn das Evangelium in ihrem Schlepptau blüht. Schon bald breitete die katholische Aktion ihrer Herrschaft der Tyrannei über das zerstörte Land aus. Pax Christi, schreibt der Autor, Pax Romana, sage ich. In Belgien war es einmal mehr die katholische Aktion, die unter dem Titel Christus Rex einen lokalen Nationalsozialismus einpflanzte und den Weg für Hitler, den modernen Messias, bereitete, der bald ein wenig unsanft an die Tür klopfen sollte. Monsignor Picard, Canonicus Cardin, der später vom Papst Pius XII. In den Rang eines Monsignores erhoben wurde, und ihr Schützling, der unsagbare Leon de Grelle, widmeten sich dieser frommen Aufgabe. In Frankreich segneten die Wortführer Roms die starke Politiker. Die Deas, die Doriots und die Picards ahmten die Diktatoren nach. Die fünfte Kolonne ist organisiert und schon Gustave Hervé schreit, Pétain ist der richtige Mann für uns. In Österreich, das zur ersten Beute des Führers werden sollte, folgten die christlichen Kanzler aufeinander. Beginnend mit Monsignore Seipel. Ihre reaktionäre Politik sollte 1938 mit der Eingliederung des Landes in das Hitlerreich enden. Der gesamte österreichische Episkopat, angeführt von Kardinal Innitzer, erklärte seine uneingeschränkte Unterstützung für den Anschluss. So sollten 8 Millionen Österreicher dazu beitragen, die Reihen der deutschen Katholiken zu füllen. Auch in der Tschechoslowakei arbeitete die römische Kirche für den Führer, indem sie die separatistischen Slowaken unterstützte, an deren Spitze Monsignore Ilinka mit seiner Garde nach dem Vorbild der Nazi-SA Hitler annektierte Sudetendeutschland, zerstückelte das Land und schuf den Satellitenstaat Slowakei, in dem ein katholischer Prälat, Monsignore Tiso, die Rolle des Gauleiters übernahm. Er versprach, diesen Staat, Zitat, nach christlichen Grundsätzen, hier sind die christlichen natürlich katholische Grundsätze, also werden wir das eben in grün anstreichen, wie das sich gehört. Ich kann es ja nicht überall und jedes Mal machen, das komme ich mit der Lesung nicht weiter, aber hier doch mal eben wichtig. Er versprach, diesen Staat nach katholischen Grundsätzen zu organisieren. Eine Politik, die ihren besonderen Ausdruck in der Deportation der slowakischen Juden nach Auschwitz fand. Das katholische Polen erlag seinerseits den Schlägen des Führers, ohne dass Antichrist Papst Pius XII. Dagegen protestierte. Er versuchte sogar Frankreich und England davon zu überzeugen, einen Kompromissfrieden zu akzeptieren, der die Abtrennung Polens zugunsten Deutschlands anerkennen würde. Auch hier würden mehrere Millionen Katholiken dem Reich beitreten und so die Position Roms proportional stärken. Der Krieg brach aus. Im überfallenen Frankreich wird Pétain, der lange in Reserve gehaltene Retter, an die Macht gebracht. Dann kam die Kollaboration, also Zusammenarbeit mit Hitler, die den Gläubigen vom französischen Episkopat unter der Leitung des Erzbischofs von Paris, Suhard, unablässig nahegelegt wurde. Dieselben Bischöfe sprachen sich für den Beitritt zur LVF, also Légion des Volontaires Français, aus, eine Legion der französischen Freiwilligen aus. Am 30. Juli 1941 erklärte Kardinal Baudrillard sogar, Hitlers Krieg ist ein edles Unterfangen, wie wir bereits das Zitat ja schon gelesen haben. In einem zersplitterten Jugoslawien gründeten die vorläufigen Sieger den pseudo-unabhängigen Staat Kroatien, NDH. Wie in der Slowakei war der katholische Klerus im Parlament stark vertreten. Unter den wachsamen Augen von Monsignore Stepinac und dem päpstlichen Legaten Marcone wurden die Juden entweder deportiert oder massakriert und die orthodoxen Serben und ihr Klerus mit einer beispiellosen Grausamkeit ausgerottet, wenn sie nicht gerade durch Terror bekehrt wurden. Katholische Priester und Mönche predigten Mord und nahmen sogar daran teil, sogar Nonnen. Und Ante Pavelic, der Anführer der Ustascha, wurde mit großem Pomp vom Antichrist Papst Pius XII. Empfangen.
In Russland waren Hitlers Truppen auf dem Vormarsch und unter den SS-Leuten, die ihnen folgten, waren auch die Jesuitenbekehrer. In Polen wurde das Warteland, das für die deutsche Kolonisierung bestimmt war, wissenschaftlich geräumt, ja, weil man wollte ja neuen Lebensraum für die Deutschen schaffen, also muss man erstmal alles andere, was nicht passt, wegräumen. Alle Polen, die sich ihnen widersetzten, und insbesondere jüdische Polen, wurden vernichtet. Der Völkermord durch Erschießen oder Vergasung hatte begonnen. Inzwischen verschlangen die Lager von Auschwitz, Dachau und Belsen, also Bergen-Belsen, und andere ihre Insassen, die zuvor zu Skeletten abgemagert waren. 25 Millionen Menschen, so die offizielle Zahl der UNO, sind in diesen Höllen des langsamen Todes umgekommen, ohne dass der Stellvertreter Christi jemals seine Stimme erhoben hätte. Nicht nur das, er schickte selbst keine Seelsorger in diese Lager. Dann kam der Frieden. Später befragt, sollte Papst Pius XII. Sagen, dass er nichts von den deutschen Gräueltaten wusste. So wie er zweifellos auch nichts von denen in Kroatien und der Slowakei wusste. So wie er 1933 als Monsignore Pacelli nichts von den Pogromen, den immer mehr zunehmenden Attentaten in Deutschland oder den 40.000 Personen wusste, die bereits in 45 Lager vom Führer festgehalten wurden, der ihm versprochen hatte, dass er die Antiklerikalen mundtot machen würde. Das war der sogenannte Angriff Hitlers gegen die Kirche, ja? Die Antiklerikalen oder die liberalen Katholiken mundtot zu machen. Aber während der Nürnberger Prozesse, als diese Gräueltaten vor den Augen der ganzen Welt durch Millionen von Zeugenaussagen, unwiderlegbare Dokumente und Filme, die in ihrem Schrecken erschütternd sind, aufgedeckt wurden, was tat er da anderes, als den Schuldigen zu Hilfe zu eilen? Er rettete Franz von Papen, der Mann, der zu viel wusste, Malteserritter, und mit ihm einige der schlimmsten Verbrecher, oder besser gesagt, einige der besten Arbeiter für die gute Sache. Diejenigen, die für die Zukunft gerettet werden müssen. Ebenso nahm er die fliehenden Mörder in seinen Klöstern auf und schickte sie später mit falschen Pässen in sichere Zufluchtsorte. So konnte der Anführer der blutrünstigen Ustascha, Ante Pavelic, der Mann mit den 20 Kilogramm Menschenaugen, das Monster, das Papst Pius XII. Während des vierjährigen Massakers mit guten Wünschen und Segenswünschen überschüttete, dank ihm nach Argentinien gehen und den Reichtum, den er seinen Opfern geraubt hatte, friedlich genießen. Der Mann mit den 20 Kilogramm Menschenaugen, das ist eine Geschichte, das steht auch irgendwo geschrieben, ich hab's irgendwo. Da geht jemand zu einem Treffen mit dem Pavelic und der hat seine Hand in so einer Schüssel und grapscht in der Schale rum. Und macht Geräusche und derjenige, der das anschaut, der denkt, dass er da Austern oder sowas in der Schale hat, aber das sind Menschenaugen. Deswegen heißt Ante Pavelic mit Kosenamen der Mann mit 20 Kilogramm Menschenaugen. Wollt ihr da mehr drüber wissen, dann müsst ihr das Buch von Dedier lesen über das jugoslawische Auschwitz, Jasenovac. Ich kann das Buch immer nur 5 oder 10 Minuten lesen, dann wird mir schlecht. Ich habe schon über ein Jahr nicht mehr angerührt. Es gibt Gesetze zur Bestrafung derjenigen, die Straftäter verstecken und ihnen helfen, sich den polizeilichen Ermittlungen zu entziehen. Und vor allem gibt es Gesetze, die den Zusammenschluss solcher Straftäter und die Vorbereitung von Verbrechen verhindern. Wir sprechen hier also von Gesetzen gegen Verschwörungen, ne? Nur mal eben so nebenbei. Aber der Papst steht über dem Gesetz. Dies wird von Camille Gianfara selbstverständlich anerkannt. Der schreibt, Zitat, das Ansehen des souveränen Papstes ist so groß, dass er, sollte der Papst in der Verfolgung einer zum Scheitern verurteilten Politik jemals eine schwere Straftat begehen, dennoch immer auf die unsterbliche Ergebenheit und Loyalität des Klerus und seiner Herde zählen könnte. Ende Zitat. In diesem Buch, der Vatikan gegen Europa, werden wir die schweren Vergehen aufdecken, die das Papsttum in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren begangen hat. Sie sind in der Tat so schwerwiegend, dass sie zu den schrecklichsten Massakern und zum unwiederbringlichen Niedergang Europas geführt haben. Sie waren so schwerwiegend und offensichtlich, dass Emilio Bonetti während des italienischen Wahlkampfes im Jahr April 1948 erklärte, der Papst
ist ein Kriegsverbrecher. Wie ist es denkbar, dass die unsterbliche Hingabe des Klerus und der gläubigen Katholiken danach unberührt geblieben sein soll? Was den Klerus anbelangt, ist es nicht unvorstellbar, wenn man sich daran erinnert, dass der Jesuitengeneral Nickel noch im 17. Jahrhundert in seinen Instruktionen schrieb, Zitat, lasst uns unser Heimatland vergessen. Die Gesellschaft kann nicht fortbestehen, wenn der nationale Geist nicht völlig entwurzelt wird. Ende Zitat. Aber haben die Gläubigen auch die Interessen ihres Landes und das Leben ihrer Kinder so leichtfertig behandelt, sobald die römische Kurie es für angebracht hielt, sie ihren geopolitischen Plänen zu opfern? War ihre Loyalität gegenüber dem souveränen Papst in der Lage, sich über alle natürlichen Gefühle hinwegzusetzen, sogar so weit, dass ihnen Gräueltaten, die so ungeheuerlich waren, dass sie sie hätten empören müssen, völlig gleichgültig waren? Sagen wir nicht ihre christliche Nächstenliebe, das wäre sarkastisch, sondern ihre normale Menschlichkeit? Muss man sagen, dass die Herde sich weigerte, in all diesen Unglücken den ewigen Stempel Roms zu erkennen? In der Tat wäre es höchst interessant zu wissen, wenn man dieser Fülle von Beweisen, die die Schuld Roms belegen, entgegensetzen könnte. Außer leeren Worten, von den kriegerischen Aufrufen an Franz Josef, die den Ersten Weltkrieg auslösten, bis zur schamlosen Rettung der Verbrecher des Zweiten Weltkriegs. Kann man die Tatsache leugnen, dass zuerst Mussolini und dann Hitler mit denselben Mitteln von Don Sturzo und der katholischen Zentrumspartei an die Macht gebracht wurden? Also in Deutschland war das dann der Kaas. Kann man die begeisterte Unterstützung der Episkopate über die diktatorischen Regime leugnen, das hartnäckige Schweigen des Papstes zur Zeit der faschistischen und Nazi-Aggression, die Versuche, zwischen Anführungszeichen Frieden zu schließen, um den Diktatoren den Besitz ihrer Beute zu sichern, die Weigerung, die Massaker an unschuldigen Menschen und die Schrecken der Todeslager zu verurteilen? Wie kann man darüber hinaus die direkte Unterstützung verkennen, die Papst Pius XII. Bei der Verübung dieser Gräueltaten leistete, indem er einige seiner Prälaten zu Pro-Nazi-Agenten wie Monsignore Linka und Gauleitern wie Monsignore Tiso auslieh, indem er seinen persönlichen Nuntius nach Kroatien schickte, Marcone, um zusammen mit Monsignore Stepinac die Arbeit von Ante Pavelic und seinen Ustaschis zu überwachen? Denn wohin man auch schaut, man sieht das gleiche erbauliche Schauspiel. Doch die Gläubigen haben angesichts so vieler Verbrechen geschwiegen. Ist dies nicht die tödlichste aller Folgen des päpstlichen Absolutismus? Sicherlich wissen wir, dass seine Heiligkeit aufgrund der direkten Kommunikation, die er mit dem Parakleten unterhält, unfehlbare Erklärungen ex cathedra über Glauben und Moral abgibt. Zumindest seit 1870. Aber die Dekrete, die er unter dieser erhabenen Inspiration verkündet, erstrecken sich im Prinzip nicht auf politische Fragen und erst recht nicht auf solche, die das Leben des Landes selbst betreffen. Ein Katholik ist nicht verpflichtet, aus Gewissensgründen, zumindest soweit wir wissen, ein stilles Amen zu Machenschaften des Vatikan zu sagen, die sich gegen sein eigenes Land richten. Das war 1917 offensichtlich, wie wir uns noch erinnern werden. Aber die Zeiten haben sich geändert. Seitdem war der größte Alleinherrscher der zivilisierten Welt in der Lage, seine Herde einen so engen Zwang, eine so vollständige Herrschaft aufzuerlegen, wie es sie seit der Zeit der vergöttlichten Cäsaren, seit den Tagen der Unterdrücker der Völker des orientalischen Altertums nicht mehr gegeben hatte. Ein seltsames Schicksal für eine Religion, die Seelen befreien sollte. Ein merkwürdiges Schicksal ist es auch, durch den Willen seines Kopfes mit der kältesten Brutalität in Verbindung gebracht zu werden, die je von der Prahlerei der Macht oder der rasenden Begierde nach ihr. Diese monströse Vereinigung wurde am besten von Monsignore Tiso, dem Gauleiter der Slowakei, zur Schande des Vatikans beschrieben. Zitat: Der Katholizismus und der Nationalismus haben viele Gemeinsamkeiten und sie arbeiten Hand in Hand, um die Welt neu zu gestalten. Nun, dieses Zitat erinnert mich an ein Zitat, das ich in einem anderen Zusammenhang gelesen habe. Ich glaube, das war damals auch bei Hinter den Diktatoren.
Das kommt original vor in einem englischsprachigen Buch, das ich hier auch noch liegen habe. Ich komme jetzt noch nicht dran, weil so viele andere Bücher drüber liegen. Ist ein sehr interessantes Buch. Da steht drin, dass das deutsche Nazireich, also die Zeit der Regierung zwischen 33 und 45 des letzten Jahrhunderts, die erste Regierung war, dass die Prinzipien der römisch-katholischen Kirche nicht nur hoch in der Fahne getragen hat, sondern auch durchgesetzt hat. Ja? Und das ist hier im Grunde nichts anderes, was der Monsignore Tiso sagt. Katholizismus und Nationalsozialismus haben viele Gemeinsamkeiten. Sie arbeiten Hand in Hand, um die Welt neu zu gestalten. Oder sagen wir mal so, die geistige Macht des Katholizismus steuert die weltliche Macht des Nationalsozialismus und die beiden arbeiten Hand in Hand, weil der eine den anderen kontrolliert, um zusammen ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Formel ist klar definiert und es ist schwer vorstellbar, was der schlimmste Feind der römischen Kirche ihr hinzufügen könnte. Dem wollen wir in diesem Buch nichts hinzufügen. Außer der Feststellung, dass der, zwischen Anführungszeichen, Heilige Vater seit 1914 Hand in Hand mit den Deutschen und ihren Verbündeten zusammenarbeitet und dass der Anteil des Vatikans an der Verantwortung nicht nur für die Anzettelung der Kriege des 20. Jahrhunderts, sondern auch für die Schrecken, die sie begleiten, erschütternd ist. Der Anteil des Vatikans an den Schrecken des 20. Jahrhunderts ist erschütternd. Es ist ausschließlich der Vatikan, der dafür verantwortlich ist, weil der plant diese Dinge. Und wenn der Autor hier sagt, dass der Heilige Vater seit 1914 Hand in Hand mit den Deutschen geht, dann hat er natürlich recht in der Hinsicht, dass wir eben auf das Zitat von dem deutschen Kaiser zurückgehen, wo Leo der 13. sagte, er möchte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Das war es. 1914 wurde das Schwert aus der Scheide gezogen und auf Europa losgelassen. So viel zur Vergangenheit, sagt der Autor hier. Und ich denke auch so viel erstmal für diese erste Lesung. Wir werden uns die nächsten Teile anschauen in einer anderen Lesung, weil ich habe jetzt eine gute Stunde gelesen und wir möchten das natürlich, oder ich möchte das jetzt nicht übertreiben. Ich denke, es war auch eine ganze Menge schwerer Tobak, den einige mal verdauen müssen und ich hoffe, dass das auch verdaut wird. Ich werde dieses erste Kapitel nicht extra als PDF zur Verfügung stellen, weil Renate das ganze Buch übersetzt. Und wenn ihr das ganze Buch habt, also wenn sie das ganze Buch übersetzt hat, dann werde ich das ganze Buch inklusive des ersten Kapitels auf meiner Archive-Bibliothek zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr es euch dort gratis anschauen, runterladen und weiterverteilen. Und wir werden uns in Kürze wiedersehen zur zweiten Lesung, wenn ich dann hoffentlich dieses Papier fertig machen kann, dass ich dieses erste Kapitel, also das Vorwort und das erste Kapitel zu Ende lese. Und wir uns dann damit in das Buch im Grunde eingelesen haben, als kleines Extra zu der Serie Moderne Kriege. Oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Um das herauszufinden, meine Lieben, müsst ihr eure Bibel lesen. Da steht alles bereits drin. Wahr und ungelogen. Die Bibel hat nicht ein einziges Wort, das nicht wahr ist. Die Bücher dieser Welt haben viele Worte, die nicht wahr sind, entweder weil absichtlich unterlassen wurde, die Wahrheit hinzuzufügen, oder aber weil unwissend die Wahrheit ausgelassen wurde. Und deswegen finde ich persönlich meine Lesungen so wichtig, wenn ich vom Heiligen Geist in die Wahrheit geführt werde und den Verstand habe, euch die Dinge zu erklären, die in dem Buch entweder falsch dargestellt werden oder die vergessen wurden darzustellen. Und dazu muss auch ich regelmäßig meine Bibel lesen. Machen wir das doch alle mal zusammen. Studieren wir die Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.